Norwich mit seinen mehr als 170.000 Einwohnern ist geprägt vom Gegensatz zwischen moderner Architektur und historischen Gebäuden. Eine Großstadt mit gemütlichem Flair. Vor dem Rathaus mitten in der Stadt liegt der Markt. Er ist an 6 Tagen pro Woche geöffnet und außerdem der größte Open-Air-Markt des Landes. Hier gibt es typisch Britisches und alles für das tägliche Leben. Zum Beispiel bei Jason Wilson. Meine Familie ist seit 4 Generationen hier. Ich habe mit 6 Jahren angefangen. Und vor mir haben mein Vater, mein Großvater und meine Großmutter hier gearbeitet. Es kann also so schlecht nicht sein. Die Burg aus dem 12. Jahrhundert ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Hinter den dicken Mauern liegt heute ein kulturhistorisches Museum. Rund 200 Jahre bot die Burg den mächtigen Schutz. Aber die längste Zeit, bis ins 19. Jahrhundert, verbüßten hier Verbrecher ihre Strafe. Und die Gefangenen haben an den Wänden ihre Spuren hinterlassen. Hier haben einige der reichsten Leute dieses Landes gelebt und die ärmsten, also Leute, denen im Leben alle Möglichkeiten offen standen und andere, die die Hoffnung schon völlig aufgegeben hatten. Das Sainsbury Center for Visual Arts, eines der ersten öffentlichen Gebäude von Star-Architekt Lord Norman Foster. Der Bau aus den 1970er Jahren liegt auf dem Universitätscampus am Rande der Stadt und zeigt Kunstwerke aus fast 6 Jahrtausenden, nahezu aus der ganzen Welt. Zu sehen sind auch Arbeiten des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti und des irischen Künstlers Francis Bacon. Mir gefällt besonders, dass es um das Betrachten geht. Die Werke reflektieren die Art, wie die Sammler Form bewundert haben. Sie konzentrieren sich auf die menschliche Gestalt. Und wir zeigen, wie sich Künstler in den letzten fast 6000 Jahren ein Bild von Menschen gemacht haben. Außerdem hat dieses Gebäude eine wunderbare Klarheit und man kommt sehr nah an die wunderschönen Werke heran, um sie genau zu betrachten. In Elm Hill zeigt sich Norwich wieder von seiner historischen Seite. Es ist einer der wenigen nahezu im Originalzustand erhaltenen Straßenzüge aus dem 15. Jahrhundert. Die normannische Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert ist die imposanteste der zahlreichen Kirchen in Norwich. Früher gab es das Sprichwort, ein Gotteshaus für jeden Sonntag des Jahres und ein Pub für jeden Tag. Davon gibt es längst nicht mehr alle. Aber das Adam and Eve hat überlebt. Mit mehr als 750 Jahren ist es die älteste Kneipe der Stadt. Und die Wirtin Rita McCluskey hält die britische Kneipentradition der guten alten Zeit aufrecht. Pubs waren damals nichts anderes als die Wohnzimmer der Leute. Und meistens haben Frauen das Bier gebraut. Sie wurden Aleweiber genannt. Ich versuche, diese Traditionen am Leben zu erhalten, auch wenn ich selbst nicht braue. Dafür kümmere ich mich ordentlich um die Biere. Damit man auch in Zukunft die Tage in Norwich mit einem guten Ale ausklingen lassen kann.